No, BYD bringt so ein Ort Supercar raus, dass sie das halt auch haben. Ja. Ich meine, okay, verstehe jetzt, BYD will natürlich quasi zu einem großen Automobilhersteller aufsteigen oder Automobilhersteller aufsteigen und da gehört halt anscheinend dazu, dass sowas auch Ja, natürlich. hast. Wie sinnvoll das jetzt ist, andere Geschichte muss ich jetzt nicht beurteilen. Ich meine, ich finde es bei Elektroautos, ja. Na, ist vollkommen verständlich, weil du willst dir halt auf dem Markt so breit aufstellen wie nur möglich. Klar, ich meine, ist auch eine Weil Image-Geschichte, dass du sagen kannst, okay, ich kann so ein Auto bauen. es ist, ich nehme als Beispiel Fiat her. Fiat baut Ja. normale Autos, Fiat baut aber auch Ferraris. Punkt. Ja, klar, da steht Ferrari drauf. Da steht Yang Yang drauf, Yang Wang drauf. Bei Ferrari. Na, bei BYD. Der Ja, heißt, der eben, wird ich meine, Yang Wang heißen. genau, ich meine, das ist okay. Ich weiß leider nicht, ob. Ich meine, da ist jetzt auch die Frage, ob es wahrscheinlich nicht sogar gescheiter gewesen wäre, wie BMW die Strategie zu fahren. Dass man sagt, ja, BMW hat halt das und das. Also wir haben gar keine richtig gescheiten Autos, also weder gescheite Autos für Consumer noch gescheite Sportwagen. ja, weiß ich jetzt nicht. Ich habe nie einen BMW gehabt in meinem Leben, frag mich nicht. Ja, aber ist halt so. Ich weiß jetzt auch nicht, ob der in Europa. Ja, man, in Europa kennt der Name schon witzig werden mit Yang Wang. Ja, sicher. Der Yang Wang. Yang Wang. Einstiegspreis von, also umgerechnet 212.000 Euro, das ist jetzt nicht unbedingt das Schnäppchen, aber es ist ja ein Supersportwagen, also von dem her. Meine, das ist halt generell so eine schwere Geschichte mit Supersportwagen, weil du kaufst halt das sehr, sehr viel Image. Und Nostalgie. Ich meine, weil jetzt zum Beispiel, wenn jetzt hernimmst, Rimac, die kroatische Firma, die halt quasi das, die halt jetzt auch Den diesen Supersport, Supersportwagen, den Elektro, gell? der Nevera, oder nee, ich Ja, habe jetzt nachgeschaut, Nevera, Nivera, die machen halt nur das. Ich weiß nicht, wie, ich frage mich da immer, wie sinnvoll das für BYD dann in Summe ist, aber bitte, ich meine, sie werden es sich leisten können. es gibt, aber man darf es gar nicht unterschätzen. Es gibt extrem viele Hersteller von Supersportwagen, gell? Ja, ich Eben. weiß, es gibt, Rimac ist ja nur einer von vielen. ja, ich Weil meine, es gibt größere, McLaren zum Beispiel, das sind die größeren, die klar. bekannteren. Aber da kaufst halt auch diese ganze Nostalgie und das ganze Bei Image mit. McLaren schon, bei Rimac mit Ja. Nivera nicht. Aber es gibt auch kleinere, unbekanntere, es gibt größere, bekanntere. Ich weiß nicht, ob das alles hundertprozentiger so Image-Sache ist. Das kann ich da gar nicht sagen, weil es kommt da einfach viel an, einfach nur an auf die technischen Daten. Das ist, ich meine, wenn du es jetzt rein wirklich nach Ding hast, wenn es dir darum geht, du willst das beste Auto haben. Dann sind es die technischen Daten und nachher ist das so eine Yang-Wanger-Formel in der gleichen Liga wie so die Nivera und der Klar. McLaren. Und man tre Ich meine, nachher, tre das nachher ist. treffen sich die gestopften Manager, jeder, einer mit dem Nivera, einer mit dem Yang-Wang und einer mit dem McLaren und dann ist eh nur noch Penis-Vergleich angesagt von 0 auf 200. Mein, Ich meine, das meiner, ist bei meiner Elektro. kommt in 2,4 Sekunden. Ja, meiner kommt in 2,38 Sekunden. Ich meine, das ist eh so eine Sache, was ja bei Elektroautos ziemlich witzig ist, weil, wenn du es jetzt mal so vergleichst, dass er jetzt so und da, ich formuliere mal so ein provokant, so ein Popel-Clan-Wagen Beschleunigungswerte hat wie ein Sportwagen. Ja, es ist eh schon so, dass es so ein BYD Dolphin in der starken Ausstattung, der hat ja auch schon eine Beschleunigung, glaube ich, von 7 Sekunden von 0 auf 100 oder 6,8 Sekunden von 0 auf 100. Das Ziel ja auch, der vergleichsweise günstig zu haben ist, gell? Also. Ja, das Ziel ist von 3,8 Sekunden in 0 auf 100. Ja, und der kostet 40.000 Euro oder 50.000, oder? Ja,
Jetzt kannst du da hergehen, jetzt hast du da keine Ahnung, irgendwas, ein M oder ein S-Modell oder wie sie alle heißen mögen, diese Sportmodelle gekauft und denkst das so, ja, für was? Naja, ah Seal hat 3,8 Sekunden, ja stimmt, und, ko Ja, ich meine, und kostet 45.000. ich mein, das ist ja Irrsinn, oder? Na eh, es ist Irrsinn, und die Supersportwagen, das ist halt Spielzeug für die Reichen, und ich glaub, da kann sich ja so BYD auf dem Markt eigentlich, glaube ich, relativ schnell positionieren, wenn du ein qualitativ ein gutes Nein, ich Auto meine, liefern mit geile technische Werte. da hast du recht, ich meine, aber was ich eigentlich noch jetzt auch noch sagen wollte, nachdem wir jetzt länger darüber schwadroniert haben, ich meine, Supersportwagen, okay, hast recht, ist andere Liga, aber eigentlich so der normale, das Sportmodell oder der normale Sportwagen, der ist mit einem Elektroauto eigentlich gestorben. Ja. Weil der ergibt null Sinn mehr. Ja, weil eben, wie gesagt, Was bringt's mit einem mir? 45.000 Euro Seal hast du eine bessere Beschleunigung wie mit einem 90.000 Euro Benziner Audi. Ja, richtig. Eben. Und ja, und so positioniert sich halt da also so Yang Wang genau zwischendrin. Der Name ist ein bisschen schwierig noch, aber Young, Geht an der Obi. ja, irgendwann flutscht er von der Zunge wie Ich meine, es ist Olivenöl. Huawei auch irgendwann gegangen. Ja, Huawei. Ja, ist ja wurscht. Oder Huawei. Michelin. Michelin, ja. Die haben auch irgendwann aufgegeben. Und man, die haben die bauen Luxus-Kombis, Luxus-Geländewagen und Luxus-Rennwagen. Ja, dann 2,4 Sekunden, 2,3 Sekunden, 1,9 Sekunden von Luft 100. Ich glaube sowieso, also dass die Beschleunigungswerte eher 1 zu 1 mit der Penislänge von den Fahrern korrelieren. Also von dem her. Ich meine, das meiste ist immer so, diese Supersportwegen oder Ultrasportwegen, die stehen ja leider um, die fährt ja keiner mehr. Also wenn ich so Das einen umstehen habe, würde ich den fahren. ist, ich meine, klar, ich würde mir Im denken, auch immer Mölltal. so, wenn ich was habe, benutze ich das. Also wenn ich so ein Auto habe, fahre ich damit zum Spar einkaufen, ist mir wurscht. Ja. Weil ich sage, okay, wenn ich das habe, nutze ich das Ich Ding. meine, der hat Flügeltüren, da ist das Einsteigen ja nachher auch nicht so schwer. Mit dir, du kannst Ja, eher das zusammen mit die Problem ist es halt, Einkaufstaschen einsteigen. ich sehe immer das Problem mit dem Rauskommen. Du machst halt diesen toten Schildkrötenausstieg und liegst dann am Boden und denkst da so, au. Ja, genau, aus dem Auto aussteigen ist schon Horror, ja, stimmt. Vor allem umso älter du an Und der F ich bin, aufgreifen und betone jetzt, auserziehen. ich betone jetzt da bewusst, umso älter der Fahrer wird, umso würdeloser wird der Ausstieg. Und vor allem man denkt, Wagen hat mir das am Arsch. Ich hätte das Auto, glaube ich, nach 3 Minuten in die Mülltonne geschmissen. Weil ich mir denke, hey, wenn ich so aus einem Auto aussteige, denke ich mir, na, das hat in meinem Leben nichts mehr verloren. Stimmt. Also, das, mir wäre es zu schade, darüber nachzudenken. Ja. Also, deshalb sage ich, ja, mein, nebenbei, für mich ist jetzt ein Auto nicht so, ich sehe das nie so, für mich ist das ein Klumpert, was mich von A nach B bringt. Ja, aber du wirst lachen. Ich habe jetzt mit ein paar Leuten geredet. Das ist für viele Leute einfach nur noch so eine Sache, die einen von A nach B bringt. Viele Leute sind froh, wenn sie zum Beispiel am Wochenende gar nicht erst mit dem Auto fahren müssen, weil das Auto ist einfach Leute zum Pendeln ins Büro oder auf die Arbeit gedacht. Von dem her, es gibt da draußen einige, Naja, ich die meine. sind Autofans. Für die ist Auto Hobby, wie zum Beispiel für mich die Kamera oder sowas. Aber das wird eigentlich immer weniger. Das Auto ist halt so ein Übel, das man halt braucht, um von A nach Ich B meine, zu kommen. simple Frage: Wenn du einen Bus hättest, der die problemlos von A nach B zur Arbeit bringt und wieder retour und du das problemlos, was weiß ich, alle 3 Viertelstunden am Bus hättest, wäre dir dein Auto wahrscheinlich, würde ich sagen, ja, schmeiß weg den Kiebel. Ja, ich glaube nicht, dass ich ihn komplett abmelden würde, aber ich würd halt viel seltener damit fahren. Ja, wahrscheinlich hättest du da jetzt auch kein, unter Anführungszeichen, neues Auto geholt, sondern hättest du einfach gesagt, wir haben halt jetzt gleich mal ein Auto. Ja, sicher, war eine Möglichkeit gewesen, ja. Weil du sagst, was für was. Ja. Aber so ist das halt leider nicht, ja. Mit dem Nein, Bus. aber das vor allem, man, deshalb, also, das da war ein Auto, ja, also, vor allem, es ist ja, wie willst du denn für diese Kübel da überhaupt eine Begeisterung aufbringen? Ja.
Ich meine, die Dinger schauen eh alle gleich aus. Und ja, und innen drin sind riesen Displays. Ich glaube, das, womit sich die Autos noch langsam immer mehr absetzen können, ist halt der Komfort beim Fahren. Genau, ja, Das aber ist halt, du hast halt in einem 60.000 Euro Elektro-BMW, hast du halt einen anderen Komfort, wie ich jetzt in meinem Seat Ibiza Benziner du von hast, ich meine, 2012. Elektroauto ist sowieso schon mal ein Riesensprung, weil du halt kaum noch Geräusche hast und halt, das ist halt nicht so, das ist nicht wie so eine Dampfmaschine. Ja, eben, ja. Das, so ein Elektroauto ist halt einfach so, ja, das ist so wusch und so, das Na, aber andere ist so tak, ich tak, meine tak, aber tak, tak, auch, tak, tak, tak. das ist ja wahrscheinlich die einzige Berechtigung von den ganzen SUVs. Zum Beispiel, so wie du sagst, ist Aussteigen ist ja ist optischer Zumutung für Außenstehende. Aus einem Sportwagen, aus einem Sportwagen. Bei einem normalen Kleinwagen teilweise auch, bei einem SUV ist das halt schon auch wieder was anderes. Und ich glaube, das sind halt die Sachen, die halt noch da einspielen. Dann Komfort beim Aus-Einsteigen, der Komfort beim Fahren, die Geräuschkulisse. Das ist halt das, womit sich die Hersteller jetzt voneinander abheben können. Sonst der Rest, Design, schauen eher alle gleich aus. Entertainment innen drin. Ich meine, ich brauche kein Entertainment, mir reicht, wenn ich CarPlay habe. Und irgend so kacke Beleuchtung drinnen brauche ich auch nicht. Ich bin eh schon froh, dass ich nicht vom Rest der Welt zu sehr abgelenkt bin beim Autofahren. Also brauche ich nicht die Scheinwerfer im Innenraum. Der Rest ist halt das, womit man sich abhebt. Das ist ja vielleicht die Software für die Assistenzsysteme und der Komfort. Ich meine, ja, Assistenzsystem. Eine Klimaanlage, bei der Mehrzonen Klimaautomatik, wo du einmal einstehst und der Ruhe hast zum Beispiel und nichts mehr umdrehen musst. Ja gut, das hat eh Das jedes haben jetzt Auto. die Neuern, ja, aber die Neuern haben mehr Zonen. Das ist aber auch schon aufpreispflichtig. Die kleinen, also die Einstiegsmodelle, die haben vielleicht Klimatronik oder nur für vorne zum Beispiel als Steuerung. Bei den E-Autos hast du das Problem auch nicht mehr, weil eh alles in den Touchterminal alleine donnert ist da. Aber Also da tut sich nicht einmal jemand die Mühe an, dass er sagt, da machen wir einen Aufpreis draus, weil dann muss er schon die Software umschreiben. ja, wahrscheinlich, ja. Das ist aufwendiger als das.